Heute geht es auf eine Grenzerfahrung. Es geht auf die höchste befestigte Passstraße Österreichs, die Großglockner Hochalpenstraße, und das mit dem Fahrrad. Insgesamt 62 Kilometer und knackige 2600 Höhenmeter warten auf mich. Ich bin gespannt, in welcher Zeit ich dieses Abenteuer schaffen kann. Und jetzt auf ins Video. Ich starte hier in Fusch an der Großglockner Straße. Gerade ist ganz wenig los um 6 Uhr morgens. Es ist leicht frisch. Mal gucken, wie sich es heute am Tag entwickelt. Und da geht's jetzt raus. Kilometer bis Heiligenblut. Keine Maut für Fahrradfahrer, richtig so. Und hier ist der offizielle Beginn der Großglockner Hochalpenstraße. Und jetzt, wo wir offiziell auf der Straße sind, ein paar Informationen dazu. Die Großglockner Hochalpenstraße verbindet die Bundesländer Salzburg und Kärnten, und das mit einer hochalpinen Passstraße, die höchstgelegene befestigte Passstraße Österreichs. Sie liegt dazu im Nationalpark Hohe Tauern, was eines der größten Schutzgebiete der Alpen ist. Und wir sehen natürlich den Großglockner, den höchsten Berg Österreichs. Aber ihr merkt schon, ich bin knapp bei der Luft, denn es geht direkt steil dahin. Welche Optionen ihr zum Befahren der Großglockner Hochalpenstraße habt, das erkläre ich euch später. Die ersten 200 Höhenmeter, check. Es ist an der Zeit, die Jacke auszuziehen. Es wird warm. Zum Equipment kommen wir später auch noch. Wenn kein Auto herkommt, ist es ganz ruhig. Man hört die Wasserfälle, wie hier oben. Vorne ist ein Bauer, der gerade die Kühe aus dem Stall lässt. Und jetzt tasten wir uns langsam aber sicher nach Verleiten an. 1142 Meter und die Mautstelle zur Großglockner Hochalpenstraße. Denn diese Straße ist halt sehr touristisch genutzt. Das ist eigentlich der Kernzweck. Es geht hier gar nicht darum, unbedingt über das Gebirge zu kommen. Das kann man mittlerweile anders befahren. Jetzt natürlich früh morgens merke ich davon noch nichts. Das sehen wir aber in dem Video noch, ob es sich dann noch füllt. Und jetzt erstmal auf zur Mautstraße. Und die Radfahrer, die haben hier eine eigene Spur. Das sind wir. Danke. Jetzt wird's richtig stark. Der Schweiß läuft und jetzt fangen die Kehren an. Kehre 1 auf der Piffalpe. 1400 Meter knapp, das heißt 600 Höhenmeter sind schon in den Beinen und gleich gibt es die erste kleine Snackpause. Bisher 7 Uhr, immer noch wenig los. Tatsächlich starte ich jetzt mal mit Power Gums, eine halbe Packung hiervon, ein bisschen Carbs, BCAA und Taurin, ganz gesund für den Start. Ja, aber das bringt jetzt ein bisschen den Körper in Ballung. Nummer 4, wir sind auf 1522 Metern angekommen. Ganz stabil und ist immer noch leer. Macht richtig Freude. Ist auch nicht zu warm heute zum Glück. Gestern war so richtig strahlender Sonnenschein. Da hätte ich es nicht unbedingt machen wollen. Jetzt hier die Bewölkung, die tut schon gut. So, dann gehen wir mal auf eine kurze Erklärung. Wie könnt ihr die Großglockner Hochalpenstraße mit dem Fahrrad befahren? Und grundsätzlich gibt es dort zwei Möglichkeiten, nämlich einmal die Nordrampe von Bruck an der Großglockner Straße oder die Südrampe von Heiligenblut aus, die ihr starten könnt. Anders als bei anderen Straßenpässen gibt es hierbei nicht nur einen Höhepunkt, sondern ihr könnt euch verschiedene Abzweigungen auf eurer Route einbauen. So zum Beispiel die Edelweißspitze auf 2500 Metern und auch die Kaiser-Franz-Josef-Höhe mit dem großen Aussichtspunkt auf die Pasterze, den größten Gletscher Österreichs, und den Großglockner, den höchsten Berg Österreichs.
Zudem kommt ihr auch am Hochtortunnel vorbei, der markiert die Grenze zwischen Salzburger Land und Kärnten. Einige Optionen, die ihr dabei habt. Meine Route führt heute von Fusch an der Großglockner Straße bis nach Heiligenblut und wir möchten euch alle verschiedenen Punkte zeigen. Ich komme dabei heute auf 60 Kilometer und 2600 Höhenmeter und ihr könnt das Ganze ganz individuell für euch anpassen. Und jetzt weiter im Takt. Es kommt leichter Dunst, leichter Nebel auf und es wird natürlich kälter, je höher man kommt. Ja, ist eine Rampe. Es geht richtig berghoch. Immer, immer höher geht's und es ist Zeit, mal kurz über das Equipment zu sprechen. Ja, und ihr wisst, dass ich nicht der Ultra-Equipment-Guru bin. Mein Motto ist einfach machen. Und so war es in dieser Stelle auch. Ich hatte mein Gravelbike dabei, habe eine tolle Runde in Zell am See Kaprun verfilmt. Das Video ist jetzt auch hier oben rechts verlinkt. Und danach bin ich mit genau diesem Bike, diesem Laufradsatz und diesem Gravel-Equipment auf diese Straße hier gestartet. Ich finde, man sollte sich nicht abhalten lassen und hätte ich ein Rennrad mit dabei, wäre es wahrscheinlich besser geworden. Doch hätte Fahrradkette. Auch so geht's. Ich hoffe, ich sehe nicht so verkrampft aus wie auf dem Bild. Ich sehe hier Leute, die mit dem Mountainbike die Großglockner Hochalpenstraße hochfahren, mit dem Rennrad, mit dem Gravelbike, ganz verschieden. Lasst euch da nicht vom Abenteuer abhalten. Ich fahre hier das Rose Backroad mit einer 1:11 Übersetzung und das passt für mich auch wirklich gut auf der Straße. Ich muss ganz selten in den allerersten Gang schalten. Natürlich Helm, Sonnenbrille und mein Gravel Hip Pack mit dabei. Das bin ich gewohnt, da habe ich meine Luftpumpe, meine Riegel etc. drin. Und all das findet ihr auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch sehr gerne mal durchklicken. Zudem nutze ich eine Suunto Baro 9 als Uhr zum Tracken und mein Smartphone zur Navigation. Aber ich bin ganz ehrlich, das kann man auch gut ohne Navi schaffen, denn es ist nun mal einfach eine Passstraße. Man fährt da hoch und biegt vielleicht 2-3 Mal ab. Aus dem Marius Quass Shop fahre ich hier die Hätte Fahrradkette Socken und die Bikeflasche. Und ich freue mich, wenn ihr da im Shop mal vorbeischaut. Und jetzt geht's weiter im Takt. Los geht's. Neun, die Hexenküche über 2000 Meter, 2076 Meter über NNS. Ja, und jetzt sind es noch grob 400 bis zur Edelweißspitze, dem höchsten Punkt, den ich jetzt als erstes habe. Aber dann folgen noch ein paar Höhenmeter, keine Angst, 800 sind dann immer noch zu gehen. Wart ihr denn schon mal auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs? Egal ob mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, mit dem Auto, teilt gerne eure Erfahrungen mal unten in den Kommentaren. Ich freue mich. Seht ihr das hier oben hinter mir? Das ist die Edelweißspitze, da wollen wir hoch. Das war richtig anstrengend hier hoch nochmal. Da wurde es ordentlich steil und da musste auch der erste Gang her. Aber 2571 sehe ich da auf dem Schild. Edelweißspitze. Ganz großer Teil der Etappe ist geschafft hier oben. Und wir werfen mal da oben vom Aussichtspunkt einen Rundumblick, um euch mal zu zeigen, wie es hier aussieht. Da hinten soll er schon sein. Dahinter verbirgt er sich. Wenn wir hier genau durchgucken. Bloß ihr seht schon, ein bisschen in Nebel gehüllt. Hier unten ab der Abzweigung geht es um den kleinen Berg darum am Fuschertörl und dann da durch. Da seht ihr auch die Straße, erster Tunnel, zweiter Tunnel und da oben, das dürfte dann das Hochtor sein. Das sind nochmal 300 Höhenmeter, nachdem wir ein bisschen was verloren haben. Und auf der anderen Seite aber sieht man das, wo wir auch heute Nacht geschlafen haben und gestern die Tour gefahren sind. Das ist da drüben der Zeller See. Und ich habe noch was gesehen. Das ist hier.
die Edelweißhütte. Wer viele meiner Videos schaut, weiß, Apfelstrudel, der ist einfach das Beste. Ein bisschen Zucker, ich liebe das. Gut gestärkt, jetzt geht's weiter und ihr seht schon, es füllt sich ein bisschen. Mehr Autos, mehr Menschen hier oben und beim Runterfahren lege ich jetzt mal kurz die Jacke an. Uhr haben wir jetzt. Jetzt kommt der Verkehr. Okay, jetzt biegen wir rechts ab und auf geht's zum Fuschertörl und zum Hochtor. Was für eine starke Abfahrt hier durchs Grün. Jetzt geht's auf zum zweiten, dem Hochtor. Wow, wow, wow. Es ist so stark. Kilometer 32 und damit so ziemlich die Hälfte der Tour in Kilometern, aber schon deutlich mehr als die Höhenmeter. Am nächsten markanten Punkt angekommen, hier oben am Tunnel und am Hochtor. 2500 Meter hier nochmal. Der Blick da hinten raus ist wirklich richtig, richtig stark. Da seht ihr gerade auch ein paar Aufnahmen zu von den Luftbildern. Und hier der Tunnel, der markiert eben die Grenze zwischen Salzburger Land, da seht ihr auch das Wappen, und Kärnten. Die Grenze ist genau in der Mitte. Beim Runterfahren hier hinter den ganzen Wohnmobilen, da riechst du so die Bremsen. Also, das geht schon richtig aufs Material. Beim Bike sicherlich auch. Da kannst du nachher ein Spiegelei drauf braten. Hier seht ihr auch nochmal super gut, wie es sich entlang schlängelt und wie es dann für uns gleich da hinten rum hochgeht zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Das packen wir jetzt gleich ab. Hier ist jetzt der angesprochene Kreisverkehr, wo ihr einmal hier abbiegen könnt zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Das ist auch eine Sackgasse, da ist dann Ende. Oder ihr fahrt hier runter in Richtung Heiligenblut. Das werden wir natürlich am Ende des Videos auch noch tun. Jetzt geht es nochmal auf den Anstieg und zwar grob 500 Höhenmeter. Der letzte Anstieg für mich jetzt auf der Tour. 2000 Höhenmeter sind also jetzt schon in den Beinen. Da unten werfen wir gerade auch schon den ersten Blick auf Heiligenblut. Der Ort soll mega idyllisch sein. War ich noch nie, bin ich gleich mal gespannt, ganz am Ende des Videos, wenn wir da ankommen. No way! Krass! Was soll ich noch sagen? Da ist er, der Großglockner. Und da hinten sehen wir jetzt auch das Ziel, Kaiser-Franz-Josef-Höhe, da oben durch die dicken Gebäude zu erkennen. Da müssen wir noch hoch, aber bei dem Blick hier, da radelt sich doch. Jetzt kommen die letzten Höhenmeter und das wird nochmal bockig. Hier seht ihr aber einen großen Platz. Hier werden normalerweise die Autos angehalten, falls oben zu viel los ist. Das scheint gerade nicht so zu sein. Das ist sehr, sehr gut. Und ihr seht es jetzt, hier schlängelt es sich dann nochmal hoch. Zack, bis da oben hoch. Das geht rein. Meine Damen, meine Herren, ey. Ja, es war wirklich ein Ritt jetzt. Aber angekommen. Ja,
Ja, und ihr seht es schon, hier oben ist ein großes Besucherzentrum, sogar mit riesigem Parkhaus. Also wirklich verrückt, ganz viele Menschen sind hier. Deswegen haben wir uns auf das Parkhaus verzogen, um euch diesen Blick hier zu zeigen. Großglockner im direkten Blick, nicht in Wolken, weil das ist echt ein Traum. Und dann auch hier unten seht ihr die Pasterze, den Gletscher. Und ich blende mal ein Foto ein von 1940. Da seht ihr diesen Parkplatz hier mit Autos gefüllt und eben den Gletscher. Und ihr seht auch, wo das Eis da stand. Heute ist die Pasterze, die eigentlich der längste Gletscher Österreichs ist. Vielleicht ist es das auch noch, aber schon ganz schön zurückgegangen. Da sieht man schon so ziemlich, was aktuell in der Welt los ist, ohne auf das Thema näher eingehen zu wollen. Hier an der Kaiser-Franz-Josef-Höhe auf 2369 Metern ist auch das Ende der Großglockner Hochalpenstraße in diesem Stück. Und für uns heißt es gleich runter nach Heiligenblut. Und der Ort soll nochmal richtig, richtig fein sein. Time to Abfahrt. Jetzt geht's im Kreisverkehr rechts rum und ab nach Heiligenblut. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, ich habe an keinem idyllischeren Ort jemals ein Video beendet. Und jetzt geht's ins Fazit zur Großglockner Hochalpenstraße. Ihr habt's gesehen, es war ein richtiges Erlebnis. Und das natürlich super sportlich. Wenn du also mal an deine sportlichen Grenzen gehen möchtest oder das Ganze mal auf krasse Zeit fahren möchtest, dann ist das hier eine richtig gute Geschichte. Aber achtet drauf, nicht in der Hauptferienzeit unterwegs zu sein. Da können die Autos und die Motorradfahrer ganz schön stören. Von der Route her fand ich es sehr gut gewählt an dieser Stelle, aus Zell am See Kaprun raus über Fusch hoch zur Edelweißspitze. Da war dann der erste richtige Wow-Moment mit dem Blick in Richtung Zeller See. Und dann ging es nochmal ein Stück runter Richtung Hochtor, Grenzüberschreitung und dann zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Und natürlich hatten wir hinten raus auch noch super Wetter. Da hat alles mitgespielt. Und dann kommen wir jetzt hier in Heiligenblut an. Natürlich ist das für euch jetzt recht schwierig so nachmachbar. Wir bleiben jetzt hier in Heiligenblut und ihr müsstet das genauso einplanen. Alternativ etwas anpassen, damit ihr nicht auf zu viele Höhenmeter kommt. Unterm Strich ein super Erlebnis, was jeder Radfahrer, der gern auf Straßen unterwegs ist, genauso gerne mal gemacht haben sollte. Und jetzt vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, was jetzt genau hier verlinkt ist. Und bis dahin, ciao aus Heiligenblut.